würde in Münster wenig Sinn machen. Auch diese Forstell-Arbeit, die ich, wenn man hier einzeln sieht, mit diesem Supermetzger und dem dicken Ami-Schritt, ja, das ist ja sozusagen eine Sozialisation, archaische Bilder. Und wir, obwohl das eine britische Besatzungszone war, aber nach dem Krieg, wie geht man mit seinem eigenen Trauma und der Vergangenheit um? Das sind starke Bilder, für Kinder ungeheuer wichtig. Die kamen ja durch diesen Herbst, wenn es um die Wurst geht. Wie ist das? Ja. Also das heißt, die Geschichte, die ablesbare Geschichte, die ist absolut zukünftig notwendig. Das hat einen großen Eindruck gemacht. Da war in der Süddeutschen Zeitung ein Gespräch mit Britta Peters, Marianne Wagner und mir. Und in der Zeitung wurde es nur so geführt, als wäre das Gespräch nur mit dem König geführt und nicht mit den anderen. Das ist ein Teil der blöden Medien. Man will immer nur alles schön verpackt haben. Aber das Argument, dass das Rathaus von Münster wieder aufgebaut ist, ist mit Butzenscheiben, ja, die verklebt wurden. Und die eben so halt auch Disneyland-mäßig sind und ihren Rathaussaal mit Rot, Gelb, Blau und zwar nicht ikonografisch irgendwie sichtbar, sondern einfach elementare, moderne Farben gegen diese Butzenscheiben, hat bei ihrem Kollegen, Herrn Oberbürgermeister, schwer Eindruck gemacht. Der sagt nämlich, die Butzenscheiben sind viel interessanter. Was haben Sie denn für? Was haben Sie gegen Rot, Gelb und Blau? Ich sage überhaupt nichts gegen Rot, Gelb und Blau. Ich bin froh, dass ich das erkennen kann. Wenn ich blind geboren wäre, kann mir keiner erklären, was ist Rot, was ist Gelb und was ist Blau. Aber es ist eine unglaubliche Bereicherung für uns zu wissen, dass es Rot, Gelb und Blau gibt. Verstehen Sie? Also insofern muss man jetzt einfach nur sagen, ich will auch gar nicht über das gemeinsame Programm reden, weil das ist eben mit Elben und mit Wolters und mit allen sozusagen gewachsen. Wir waren hier vor 20 Jahren, Bussmann hatte immer die Idee, die Ausstellung in Architekturrichtung zu erweitern. Ich habe immer davon abgeraten, weil dann bist du sofort beim BDA, dann gibt es Immobilienheimis und dann bist du in dich verliebt sozusagen in einem politischen Sumpf und kannst dich gar nicht bewegen, sondern wir müssten versuchen, einfach sozusagen auf die Essenz einzugehen und diese Essenz kann man heute sehr erkennen im Marl, exemplarisch. Die Stadt hat nicht mehr die Vitalität, wo sie stinkreich war in den 60er Jahren. Da strotzte man vor Geld. Es gibt eine sehr schöne Biografie über den Charoun, den großen Architekten. Da steht drin, Charoun hat mit dem Bürgermeister geredet, war enttäuscht, dass er den Wettbewerb nicht gewonnen hat. Da hat man gesagt, naja, aber wollen Sie nicht was anderes bauen? Ja, was zum Beispiel? Eine Schule. Ja, bauen Sie eine Schule. Es gab nicht kein Programm für eine Schule. Und das ist die schönste Schule, die es in der Nachkriegszeit gebaut wurde. Auch als Idee, nicht nur Architektur, sondern als Idee von Pädagogik. Und diese Sache müssen wir bewahren. Und ich glaube, dass wir hier in Nordrhein-Westfalen diesen eigentümlichen Bindestrich Land, also ich komme ja in den Münsterländer, habe im Rheinland gelebt, in heimatloser Gebälle. Aber sozusagen meine Identität in Marl ist größer als in Münster oder Düsseldorf, weil das irgendwo auch eine verlorene Stadt ist. Die waren so wahnsinnig reich. Die Kohle, die Chemie, die ist immer noch vital, aber sie sind nicht unmittelbarer Gewinner, weil die könnte auch woanders sein. Und die Konzerne fühlen sich ja vielleicht immer mit ihrem Werk verbunden, aber nicht mit dem Ort selber. Es ist eine Globalisierung zu bekommen. Und deswegen ist es so wichtig, dass so viele Leute kommen, denn das ist ganz toll, das ist auch eine Solidarität zu Elben und Wolters, dass wir diese Gelegenheit nutzen, nicht nur bundesweit, sondern europäisch dazu klar zu machen, dass solch ein Ort, wenn es sozusagen nicht so die Zeiten schon mal besser war, unheimlich wichtig ist für die Kinder, die hier aufwachsen und die Zukunft der Gemeinde. Das ist eine kommunizierende Röhre. Also Münster zum Beispiel wächst, aber die Tendenz ist, dass es sozusagen ein akademisches Florida wird. Wohlverdienende gehen da in Alterssitz. Also meine Generation, perfekter Alterssitz, wenn man die Kohle hat. Aber wenn das Geld nicht da ist, ist die Perfektion auch nicht mehr da, weil dann ist Münster zum Beispiel nicht da. Das könnte ja auch mal sein für die Alten, für die Kinder und für die Zukunft. Also was ich nur damit sagen wollte, dass wir
mit euch zusammenarbeiten können, ist sehr egoistisch gemeint und hat auch sozusagen übergeordnete Vision. Und ich hoffe, dass Sie und Ihr Stadtrat wirklich die Chance nutzt. Und wenn das Haus hier, das grandiose Haus, saniert ist, die sollten das Museum unbedingt weiterhin auch in Verbindung mit dem Rathaus haben. Die Kindergarten. Aber vielen glaube ich es nicht. Und glaubhaft, das müssen wir sein. Und das lernen wir von den